Herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema eigene Funktionen in FileMaker. Mein Name ist Stefanie Juchmes-Simonis und ich werde Sie die nächste Stunde begleiten. Zunächst ein paar Informationen über mich. Ich bin 1992 am wunderschönen Rhein geboren worden und habe bis 2018 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität studiert und dort meinen Bachelor of Science im Bereich Informatik abgeschlossen. Seit Januar 2019 arbeite ich als Entwicklerin bei Monkeypread Software und vielleicht haben Sie schon den ein oder anderen Artikel von mir im FileMaker Magazin gelesen. Da schreibe ich immer mal wieder Artikel, um den Lesern die Arbeit mit unserem Plugin näher zu bringen. Zusammen mit Ela vom FileMaker Magazin habe ich im Jahr 2022 den FileMaker Entwicklerinnen-Stammtisch gegründet. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem Thema heute, nämlich zu den eigenen Funktionen in FileMaker. Was sind eigene Funktionen eigentlich und wofür sind sie gut? Sie können mit eigenen Funktionen FileMaker erweitern. Vielleicht haben Sie eine Berechnung, die Sie an verschiedenen Stellen in Ihrem Projekt brauchen und Sie können sich eine Menge Tipparbeit sparen, wenn Sie dafür eine Funktion aufrufen, die diese Berechnung für Sie durchführt. Das führt uns auch direkt zu unserem nächsten Punkt, nämlich zu dem Konzept der Dry-Programmierung. Dry steht für Don't Repeat Yourself. Dieser Programmierstil legt es darauf an, sich möglichst nicht zu wiederholen. Das soll vor allen Dingen der Übersichtlichkeit dienen. Denn ein langes, kompliziertes Skript, das möchte keiner gerne lesen. Wenn man mit Funktionen arbeitet, kann man bei einer guten Benennung der Funktionen oft schon erkennen, was die Funktion eigentlich macht. Das Skript wird so besser lesbar. Zudem kann man durch eigene Funktionen teilweise die Applikation auch besser wartbar machen. So könnte zum Beispiel auf allen Ihren Layouts ein Logo liegen und Sie möchten, wenn Sie auf dieses Logo klicken, dass Sie zu einer bestimmten Webseite geführt werden. Sicher, ich kann jetzt auf jedem Layout zu jedem einzelnen Logo gehen und dem Logo diesen Link mitgeben. Aber was ist, wenn sich jetzt die Internetseite ändert oder ich auf eine andere Internetseite verlinken möchte? Dann muss ich auf all meinen Layouts dann diesen Link ändern. Das kann je nach Layout-Anzahl ziemlich zeitfressend sein. Oder vielleicht vergessen wir das ein oder andere Layout. Deswegen kann ich hier mit eigenen Funktionen arbeiten, die genau das für mich machen. Und den Link muss ich nur in der eigenen Funktion ändern. Ich möchte vor allen Dingen heute mit Ihnen in die praktische Arbeit reingehen. Und wenn wir mit eigenen Funktionen arbeiten, müssen wir zunächst die erweiterten Werkzeuge einstellen. Dafür gehen wir hier auf Voreinstellungen, die müssen aktiviert sein. Und hier haben wir erweiterte Werkzeuge verwenden. Und jetzt können wir FileMaker einmal neu starten. Und da sind wir auch direkt wieder zurück. Und wir sehen jetzt, wenn wir wieder auf Voreinstellungen gehen, hier die erweiterten Werkzeuge sind aktiviert. Und wenn wir jetzt hier in Ablage verwalten, eigene Funktionen gehen, dann sehen wir hier unseren Funktionsdialog. Momentan haben wir noch keine eigene Funktion, die eingestellt ist. Können wir entweder bereits vorhandene eigene Funktionen importieren. Oder aber wir legen eine neue an und das möchten wir jetzt einmal machen. Und hier haben wir auch unseren Dialog, in dem wir die eigene Funktion anlegen können. Haben wir einmal hier den Funktionsnamen, den wir vergeben können. Dann können wir hier Funktionsparameter angeben, die dann hier in der Liste aufgeführt werden. Das werden wir auch gleich sehen. Und hier steht der Inhalt der Funktion. An der Seite sehen wir, wir bekommen hier auch Hilfe, denn wir bauen eine Funktion aus den, können wir aus den einzelnen Funktionen aus FileMaker oder aus Plugin-Funktionen zusammenbauen, die Berechnung.
Und hier haben wir diese Funktion aufgelistet. Hier haben wir sie jetzt nach Namen von A bis Z sortiert. Aber wir können auch aus verschiedenen Kategorien uns jetzt hier die Funktionen anzeigen lassen, zum Beispiel Zahlenfunktion. Dann haben wir alles, was mit den Zahlenfunktionen zu tun hat. Oder auch Logikfunktion. Da haben wir sowas wie selbst, wenn und so weiter. Alles, was sich mit Logik auseinandersetzt. Dann haben wir hier unsere Operatoren, die wir benutzen können, und auch hier einige Zusatz-Sonderzeichen. Hier unten sehen wir noch, wir können uns entscheiden, ob diese Funktion alle Konten benutzen können oder nur Konten mit vollen Zugriffsrechten. Wir möchten das jetzt für alle Konten machen und zu dem Bereich erkläre ich Ihnen nochmal später was. So, dann fangen wir doch einfach mal an mit einer Funktion, nämlich möchten wir jetzt a plus b rechnen. Die Funktion könnten wir jetzt mal Addition nennen und bei den Funktionsparametern, wir möchten eine Zahl a und eine Zahl b haben, die wir miteinander addieren können. Und hier unten, da benutzen wir hier unsere Funktionsparameter, die wir bereits angelegt haben, nämlich mit a plus b. Und jetzt klicken wir auf OK und das ist schon unsere erste eigene Funktion. Diese können wir jetzt zum Beispiel in einem Skript benutzen. Dafür gehen wir jetzt mal auf den Skriptbereich. Und da setzen wir jetzt mal Variable setzen, denn wir möchten ja einen Wert von dieser Funktion zurückerhalten. Und das nennen wir jetzt einfach mal Wert. Und jetzt geben wir hier Addition ein und wir sehen, wir bekommen das in der Vorauswahl direkt schon angezeigt und haben hier dann auch die beiden Parameter. Wir möchten jetzt 3 und 4 addieren und damit wir auch was sehen, geben wir hier den Wert mal in einem Dialogfeld aus. Natürlich brauchen wir hier jetzt, das ist ja kein Text, sondern wir brauchen hier unser Dollarzeichen, das ja eine Variable ist. So, jetzt lassen wir das Skript einmal laufen. Und wir sehen, wir bekommen als Antwort 7. Das bedeutet, es hat funktioniert. Und wir können uns schon an unsere nächste Funktion geben. Wir haben ja eben schon gesagt, dass wir diese Funktion mitbenutzen können. Dann probieren wir doch mal eine Kreisflächenformel. Ja, wer erinnert sich noch an die Kreisflächenformel aus dem Mathematikunterricht? Ja, Pi mal R Quadrat, richtig. Dann setzen wir doch mal dementsprechend, überlegen wir uns, was ist die Unbekannte? Pi ist eine feste Zahl und R ist unsere Unbekannte. Die möchten wir also als Funktionsparameter gerne nutzen. Und das ist jetzt unser Radius. Pi gibt es als FileMaker eigene Funktion. Da ist Pi. Mal R Quadrat.
Und wir haben hier r hoch 2 und das ist ja nichts anderes wie r mal r. Also können wir hier Pi mal r schreiben. Damit sind wir auch schon mit unserer neuen Funktion fertig. Und auch hier können wir das Ganze jetzt mal testen. Gehen wir wieder zu unserem Skript zurück. Sondern wir wollen in das Skript selber rein. Und dann nehmen wir hier die Kreisfläche. Und sagen wir mal, der Radius wäre 3. Und dann bekommen wir hier einen Flächeninhalt von 28,27 ungefähr raus. Ja. Damit haben wir jetzt schon eine Kreisfläche angelegt. Und das Coole bei eigenen Funktionen ist, dass wir diese jetzt selber in unseren eigenen Funktionen sogar wieder verwenden können. Um Ihnen das mal zu zeigen, möchten wir jetzt eine andere Funktion zusammenbauen, nämlich die Funktion des Volumens eines Zylinders. Hat noch mal jemand eine Idee, wie diese Formel noch mal aussieht? Ja, die Formel ist Pi r Quadrat, also das, was wir schon haben, mal h. Das bedeutet, wir müssen eigentlich unsere Funktion, die wir schon haben, nur noch mit der Höhe, die wir bekommen, multiplizieren. Und das benutzen wir jetzt auch. Wir brauchen also einmal einen Radius, weil wir brauchen den Funktionsparameter ja immer noch. Und wir brauchen eine Höhe. Und jetzt rufen wir die Funktion Kreisfläche auf und geben darin den Radius r an und multiplizieren diese ganze Funktion mit der Höhe h. Ja. Wir haben der noch gar keinen Namen gegeben. Die nennen wir natürlich Zylinderblumen. Okay, das können wir jetzt wieder in unserem Skriptbereich testen. Wir haben ja eben schon, damit wir das sehen, dass es funktioniert. Geben wir jetzt hier unser Zylindervolumen an, geben hier die 3 an. Und das Ganze wollen wir mal eine Höhe von 2 haben. Dann können wir jetzt mit dem Skriptdebugger durchsteppen. Sehen dann, hier kommt das Ergebnis 28,27 raus. Das haben wir eben schon gesehen. Und jetzt soll diese 28,27 ungefähr nochmal mit 2 multipliziert werden. Und wir sehen, wir bekommen ein akkurates Ergebnis raus mit 56,54. Aber natürlich funktioniert so eine eigene Funktion nicht nur mit numerischen Funktionen, sondern auch mit Textfunktionen. Das gucken wir uns jetzt einmal an, indem wir unsere eigene Funktion nutzen, um jemanden zu begrüßen. Diese nennen wir Hallo. Als Eingabeparameter bekommt diese den Namen der Person.
Wir wollen jetzt als Ausgabe ein Hallo, dann folgt der Name und dann kommt das Ausrufezeichen. Eine solche Funktion würde dann so aussehen. Hallo. Da müssen wir ein Leerzeichen dran denken, dass hier ein Leerzeichen hinkommt. Dann der Name, also unser Funktionsparameter. Und zum Schluss kommt hier dann noch ein Anführungszeichen, ein Ausrufezeichen hin. Das Ganze wollen wir jetzt auch gleich testen. Aber jedes Mal in den Skriptbereich zu gehen, das ist ziemlich mühselig. Aber wie testen wir sowas eigentlich, ohne es direkt in die Datenbank einzubauen? Ja, Mac-Nutzer, die die Goodies aus unserem MBS-Plugin nutzen, die haben den Vorteil, dass sie hier, wie Sie bestimmt gesehen haben, ein Testfeld haben. Und daneben sind drei Schalter, mit denen wir arbeiten können. Der erste ist zum Checken der Syntax, also ob unsere Funktion zumindest außen die richtige Form hat, ob alle Klammern gesetzt sind, ob die Funktionen, die wir genutzt haben, existieren und so weiter. Unsere Syntax ist also schon mal okay. Dann haben wir hier dieses F. Das F würde uns, wenn wir jetzt mehrere Zeilen hier drin stehen hätten, die ganze Funktion formatieren. Das können wir auch mal machen, indem dass wir hier einen Zeilenumbruch einbauen und jetzt auf F klicken und dann formatiert er uns das wieder zurück, so wie es sein soll. Das ist vor allen Dingen bei längeren Funktionen sinnvoll. Das kann Ihnen dann nämlich einen besseren Überblick verschaffen, die Formatierung. Kommen wir also nun zum letzten Knopf und wie ich finde zu dem interessantesten. Denn hiermit können wir die Funktion testen, ohne unseren Funktionsdialog zu verlassen und ohne etwas in der Datenbank zu ändern. Lassen wir die Funktion jetzt so laufen. Sehen wir, bekommen wir eine Ausgabe. Allerdings ist unser Wert hier, den wir als Parameter angegeben haben, der wird als leer angenommen. Und das ist natürlich suboptimal zum Testen, weil wir möchten ja gerne mit Daten arbeiten. Dazu schreiben wir jetzt vor die Funktion drei Slash-Zeichen. Dann den Namen unseres Parameters. Gleich ein Beispielswert. Nennen wir die Person mal Sabine. Jetzt drücken wir wieder auf den Knopf und sehen, dass wir hier unsere Beispielausgabe erhalten, nämlich Hallo Sabine. Möchten Sie jetzt das MBS-Plugin nicht nutzen oder Sie arbeiten gerade nicht auf einem Mac, dann können Sie zum Prüfen der Funktion auch die Datenanzeige nutzen. Dafür müssen wir jetzt aus dem Dialog raus und hier auf Daten, auf Werkzeuge, Datenanzeige, auf Überwachen und können dann hier unseren Ausdruck eingeben. Und das war unsere eigene Funktion Hallo. Und wir geben hier auch wieder den Namen ein. Und der ist jetzt zum Beispiel Helga. Hallo Helga. Hier unten sehen wir dann das Ergebnis. Jetzt möchten wir unsere Willkommensfunktion noch ein bisschen verfeinern. Dafür kopieren wir jetzt hier einmal unsere Funktion. Dafür gehen wir auf Duplizieren. Und bekommen dann eine Kopie von unserer Funktion. Diese nennen wir jetzt mal Willkommen. Denn wir möchten jetzt die Nutzer in der gewählten Betriebssystemsprache begrüßen. Um festzustellen, welche das ist, nutzen wir die Funktion Hole Systemsprache.
Dies wird von FileMaker bereitgestellt. Damit wir jetzt eine Entscheidung treffen können, um welche Sprache es sich handelt, brauchen wir die Logikfunktion. Das sehen wir hier. Auch die Logikfunktionen sind in den eigenen Funktionen durchaus möglich und werden oft genutzt. Aus dem Skriptbereich kennen wir ja schon hier das Wenn. Das schieben wir jetzt mal nach unten. Und dann holen wir hier das Wenn. Damit können wir nämlich jetzt das Szenario Deutsch abdecken und im sonstigen Teil, da soll dann Englisch genutzt werden. Wir fragen also, hole Systemsprache gleich German. Dann möchten wir die Ausgabe herzlich willkommen haben und sonst soll hier welcome stehen und dann hier wieder der Name und das Ausrufezeichen und dann kann das hier weg. Jetzt testen wir das mal. Da fehlt ein Semikolon, das ist uns eben abhanden gekommen. Und jetzt sehen wir Hallo Sabine. Hier fehlt jetzt da hinter den beiden noch das Leerzeichen. Wenn wir es ergänzen, sehen wir auch, jetzt kommt herzlich willkommen Sabine raus. Jetzt haben wir aber nicht nur Deutsch als Sprache, sondern wir möchten ja vielleicht auch noch andere Sprachen einbauen. Und da kopieren wir hier uns nochmal die Funktion. Die möchten wir nämlich nochmal ändern. Diesmal ist willkommen in mehreren Sprachen. Wir nennen es jetzt mal willkommen falls, weil wir nämlich jetzt hier eine Fallunterscheidung nutzen. Diese ist für mehrere Fälle gut geeignet. Sabine lassen wir hier oben schon mal stehen. Und hier gehen wir jetzt auch auf die Logikfunktionen und suchen uns das Falls raus. Da ist es. Und wir können hier jetzt beliebig viele Bedingungen hinsetzen, damit wir da ein... Wir machen das jetzt hier mal weg. Beziehungsweise das wird hier noch dran gehangen, aber der Rest kann weg. Damit wir hier jetzt genau sehen, welche Bedingungen das sind, setzen wir mal hier Leerzeichen. Und zwar geben wir hier zuerst die erste Bedingung ein. Diese ist hole, wie eben hole. System, Sprache, gleich German, gleich German. Und dann müssen wir angeben, was eigentlich passieren soll, wenn die Systemsprache Deutsch ist, nämlich das Ergebnis. Das soll dann hier herzlich willkommen sein. Und dann kommt hier, sehen wir, können wir, wenn wir das benötigen, die zweite Bedingung anführen und dann so weiter und so weiter. Machen wir das jetzt hier mal. Bedingung 2 wäre hole Systemsprache
aber anstatt German setzen wir hier French ein. Und auf Französisch heißt herzlich willkommen, bienvenue. Und das Ganze möchten wir dann noch für weitere Sprachen nutzen. Zum Beispiel für Spanisch. Mit Buen Venida. Und jetzt auch noch Schwedisch. Und wenn all das nicht zutrifft, weil wir haben jetzt zum Beispiel Englisch als Sprache gar nicht drin, dann möchten wir gerne ein Standardergebnis ausgeben und in unserem Fall soll das Welcome auf Englisch sein. Deswegen müssen wir hier auch gar nicht die englische Sprache abdecken. Jetzt kommt natürlich wieder hier unten, das holen wir jetzt wieder hoch. Name und das Ausrufezeichen. Genau, wir müssen auch hier wieder an die einzelnen Leerzeichen denken. Oder wir könnten auch hier einfach nochmal ein und davor machen und dann das Leerzeichen einfügen. Wir machen es jetzt mal gerade so. Und wir testen das jetzt. Herzlich willkommen, Sabine kommt wieder raus, weil wir sind ja auf dem deutschen System hier jetzt. Je nachdem, wie kompliziert eine Unterscheidung ist oder auch die Funktion an sich, kann es hilfreich sein, eine der wohl mächtigsten Funktionen in der FileMaker-Welt zu nutzen. Setze wahr. Viele scheuen sich vor der Funktion, weil sie schon ein bisschen anders ist als die anderen Funktionen in FileMaker. Aber wir trauen uns da jetzt mal gemeinsam ran. Und gehen das Schritt für Schritt durch, damit sie bald nicht mehr zu den Menschen gehören, die diese Funktion meiden, weil das ist eigentlich eine richtig tolle Funktion. Wir legen jetzt eine neue Funktion an und suchen uns hier jetzt mal die Setze-Wahr-Funktion raus. Und wir sehen schon, da sind einige Ausdrücke dabei. Wir haben hier eckige Klammern, die haben wir sonst bei noch keiner Funktion gesehen. Aber das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Mit den ganzen Klammern kann es nämlich ziemlich unübersichtlich wirken. Also schreiben wir das mal ein bisschen anders. Wir lassen das hier oben mal, damit wir das sehen, dass das immer noch die gleiche Funktion ist. Und wir machen aber hier jetzt mal ein paar Leerzeilen rein. Die Klammern entfernen wir mal, weil die zeigen ja an, dass sie diesen Teil nur bei Bedarf brauchen. Wir melden also jetzt mal gerade den Bedarf an. Das Feld mal ein bisschen größer, damit Sie das jetzt auch sehen.
So sieht die Funktion schon etwas übersichtlicher aus. Wir haben im Endeffekt drei Teile. Hier haben wir den Funktionskopf mit dem Funktionsnamen. Dann haben wir hier einen Teil, in dem wir Variablen setzen können. Dafür ist die SetzeVar-Funktion ja eigentlich bekannt, weil es ja eigentlich auf die Variablen zurückzuführen ist. Damit können wir sehr viel kompliziertere Funktionen auch umsetzen, indem dass wir hier Zwischenergebnisse zwischenspeichern können. Und hier haben wir dann die endgültige Rechenanweisung, die uns dann nachher das Ergebnis der Funktion auch berechnet. Damit das jetzt hier nicht zu theoretisch bleibt, möchten wir das Ganze jetzt nochmal auf unsere Sprachenfunktion anwenden. Und dafür gehen wir jetzt gerade nochmal zurück und duplizieren uns hier unsere Willkommensfunktion. Wir möchten diese Willkommensfunktion vereinfachen, sodass wir nicht mehr so viel schreiben müssen. Dafür möchten wir, dass unsere Systemsprache in einer Variable steht, damit wir die Funktion Hode Systemsprache nicht in jedem Fall aufrufen müssen. Dazu bauen wir jetzt zuerst einmal unsere Struktur von SetzeVar. Das schieben wir hier jetzt mal runter. Holen uns dann hier die SetzeVar-Funktion, damit wir die Struktur auch wieder haben. Da ist SetzeVar. Und zuerst entfernen wir hier jetzt gerade wieder Klammern, die wir nicht brauchen. Dann haben wir hier unseren Variablenteil und hier dann nachher unsere Rechenanweisung. Und wir setzen jetzt die Systemsprache als Variable. Wir nehmen den Variablennamen S für Sprache. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich kein Dollarzeichen davor schreiben, da es sich nur um eine Variable innerhalb der Funktion handelt. Also wir können an diese Variable, wenn wir jetzt kein Dollarzeichen davor schreiben, nicht außerhalb dieser Funktion dran. Also auch selbst wenn wir sie in einem Skript benutzen, wird sie nur innerhalb der Funktion benutzt und ist nicht im ganzen Skript sichtbar. Wir wollen nämlich jetzt nur die Variable in der Funktion, deswegen schreiben wir kein Dollarzeichen davor. Und hier setzen wir den Wert hole Systemsprache. Und Sie merken hier schon, dass diese Variablen eine unglaubliche Macht haben, da wir hier Einzelberechnungen vorher durchführen können. Und diese dann nachher in unserem Ergebnis nutzen können. Sie können nämlich nicht nur FileMaker-Funktionen nutzen, sondern auch Funktionen von Drittanbietern, was natürlich dann das Ganze nochmal sehr viel weiter macht. Dadurch können Sie natürlich große Berechnungen, wenn Sie diese jetzt nicht unten in der rechten Anweisung verschachteln, übersichtlicher gestalten. Ich kann jetzt auch hier theoretisch die komplette Falsangabe aus der Berechnung in eine Variable schreiben. Dann hätten wir nur noch die Zusammensetzung des Ergebnisses nachher im Berechnungsteil. Ja, lassen Sie uns das doch einfach mal probieren. Dann nehmen wir hier den Variablennamen W. W und dann setzen wir hier ein Fals ein. Und die erste Bedingung, die wir ja haben, die erste Bedingung ist ja Hode Systemsprache gleich German. Das sehen wir hier unten. Und anstatt aber jetzt Hode Systemsprache zu schreiben, reicht es, weil wir das ja schon in S abgelegt haben. S ist gleich German. Dann ist hier unser erstes
Ergebnis in dem Fall herzlich willkommen. Dann geht es an die zweite Bedingung. Und die können wir hier auch einfach mal rauskopieren, weil wir das ja schon geschrieben haben. Kopieren wir das Ganze mal und bringen das auf den neuesten Stand. Nämlich, dass wir jetzt hier das S einfach ersetzen können. Das machen wir noch ein bisschen schön, damit das für uns übersichtlicher ist. Und hier haben wir unsere Standardrückgabe willkommen. Und jetzt müssen wir in der Rechenanweisung das Ganze nur noch zusammensetzen. Das bedeutet, wir können hier schreiben, weil hier unser Willkommen ja in der Variable w steht. Dann schreiben wir w und jetzt kommt hier unser Parameter Name und das Ausrufezeichen. Hier unten, das können wir jetzt wegmachen, das brauchen wir nicht mehr. Und unsere Syntax ist dann okay. Und wir können die Ausgabe sehen und bekommen immer noch herzlich willkommen Sabine raus. Aber wir haben es jetzt übersichtlicher gestaltet, können hier auch noch eine Leerzeile reinmachen, können das Ganze auch mal formatieren. Dann sehen wir nämlich, dass hier der Variablenteil nochmal eingerückt wird. Und hier unser Falls steht. Und damit haben Sie jetzt Ihre erste Sätze-Wahr-Funktion genutzt. Kommen wir jetzt noch zu einem Thema, das auf jeden Fall zu den eigenen Funktionen gehört, nämlich die Rekursion. Das bedeutet, dass wir unsere Funktion in der Funktion selbst wieder aufrufen. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen am besten zum besseren Verständnis an einer Funktion. Wir legen eine neue Funktion an. Die nennen wir jetzt mal rec. Wir haben drei Funktionsparameter. Wir nennen die jetzt mal a, b und c. In der Berechnung steht eine wenn-Funktion. Das bedeutet, hier dieser Teil wird ausgeführt, wenn, jetzt überlegen wir uns einen Test, wenn a größer 0 ist, dann wird dieser Teil hier ausgeführt, sonst wird dieser Teil genutzt. Also hier den Teil, wo unsere Funktion stimmt, da rufen wir jetzt unsere Funktion auf. Und das ist in diesem Fall, ja, weg. Und hier bei den Parametern müssen wir jetzt aufpassen. Wir zählen nämlich a jetzt mit jedem Durchlauf um 1 runter, damit es hier irgendwann auch auf die Bedingung ja falsch dann ist. Also dass, damit a irgendwann gleich 0 ist, beziehungsweise kleiner 0. Und deswegen schreiben wir hier jetzt als Funktionsparameter, als ersten schreiben wir a minus 1 hin. Wir nehmen also hier dieses a und reduzieren es um 1. Das b möchten wir einfach so weiter übergeben, wie wir das hier auch in der Funktion bekommen haben. Das bedeutet, b verändert sich nicht. Und bei c, da machen wir b
und C. Das bedeutet, B soll vor C gesetzt werden. Das ruft dann die Funktion immer wieder auf und wird erst beendet, wenn hier jetzt A gleich 0 oder kleiner 0 ist. Und wenn das dann der Fall ist, möchten wir hier unser C zurückgeben, weil wir möchten ja wissen, was in unserem C steht, das aufgerufen worden ist. Am einfachsten verstehen wir das, wenn wir das jetzt mal anhand eines Beispiels durchspielen. Dann gehen wir doch mal unsere Funktion Schritt für Schritt durch. Wir haben hier die Werte, haben wir belegt mit A ist gleich 4, B ist gleich Miau und B und C ist gleich Wow. Das sind unsere Anfangswerte und das ist unser erster Durchgang. Wir gucken uns jetzt an, was passiert eigentlich in der Funktion und wie ist die nächste, also wenn die nochmal aufgerufen wird, wie ist die dann? Also wir stellen uns zuerst mal die Frage, ist A, also unsere 4, ist die 4 größer 0? Ja, das stimmt. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier in den Rekursivteil. Also wir rufen wieder die Funktion rec auf. Und diese Funktion wird mit a minus 1 aufgerufen. Das bedeutet, wir haben im zweiten eine a gleich 3. B bleibt so, wie es ist. Das ist also unser Miau. Und wir rufen jetzt die nächste Funktion mit b und c auf. Das bedeutet, wir setzen jetzt B und C zusammen. Da kommt dann Miau-Wau raus. Dann gehen wir in die... Jetzt haben wir die Funktion so aufgerufen. Jetzt gehen wir in die nächste Schleife und fragen uns, ist A größer 0? Also ist 3 größer 0? Ja, 3 ist größer 0. Das bedeutet... Wir gehen in den Rekursivteil, durchlaufen das Ganze noch einmal. Jetzt a minus 1, also 3 minus 1 ist 2. A wird also gleich 2 gesetzt. B bleibt wieder unser Miau. Und C ist die Zusammensetzung aus B und C. Wir gucken uns jetzt an. Unser B ist Miau und das setzen wir vor Miau-Wau. Also haben wir hier jetzt Miau-Miau-Wau. Und schauen uns an, wie sieht das jetzt eigentlich beim vierten Durchgang aus? Ist A immer noch größer 0? Und da A 2 ist, ist 2 immer noch größer 0. Das bedeutet, wir gehen wieder in den ersten Fall, also in unseren Rekursionsteil. Und hier setzen wir jetzt das A nochmal runter. Das bedeutet, wir bekommen jetzt eine 1. B bleibt wieder so und aus C machen wir, da setzen wir jetzt wieder ein Miau davor. Das bedeutet, wir bekommen Miau, 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 Wau raus. Jetzt gucken uns das, starten wir das Ganze jetzt nochmal, schauen uns an, ist A größer 0? Ja, A ist größer 0. Also wir gehen wieder in den Rekursionsteil. Also Sie merken schon, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Rekursion. Und jetzt müssen wir jetzt a wieder minus 1 rechnen. Das bedeutet, im nächsten Durchgang wird das Ganze mit 0 aufgerufen. Dann haben wir unser b, unser Miau. Und am Ende steht hier jetzt wird wieder das B vorne angehangen, also Miau, 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 Wau. Also viermal Miau, einmal Wau. So, und jetzt gehen wir wieder zu der Funktion und jetzt ist A gleich 0. Der Fall, dass A größer 0 ist, trifft nicht mehr zu. Das bedeutet, wir rufen jetzt nicht mehr unseren rekursiven Teil auf, sondern wir gehen hier in das C und möchten C zurückgeben. Das bedeutet, unsere ganze Funktion, die wir jetzt hier aufgerufen haben, gibt uns dieses C zurück, dass wir uns das in der Datenanzeige anschauen.
Und wenn wir hier jetzt mal mit den Testwerten, die wir hier auch eingegeben hatten, angeben, dann bekommen wir Miau, 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 Wow raus. Damit haben wir das Ganze einmal durchgespielt und Sie konnten sich die Rekursion ansehen. Ja, bevor wir jetzt am Ende des Vortrags sind, möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, Sie müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt zum Beispiel, es gibt Funktionswebseiten, Sie finden ganz viele Funktionen im Internet, zum Beispiel bei Brian Dunning. Da finden Sie eine große Sammlung an eigenen Funktionen. Diese sind auf Englisch. Um diese zu nutzen, können Sie jetzt zum Beispiel entweder gucken, also Sie sollten sich die Funktionen, die da sind, auch generell mal angucken, was da genau gemacht worden ist, ob das dann auch wirklich für Sie passt. Aber so kann man sich zum Beispiel auch Ideen holen. Wenn Sie die Systemsprache auf Englisch umstellen, dann wird auch FileMaker auf Englisch umgestellt. Dann können Sie hier die Funktion kopieren und dann haben Sie die so drin. Aber wie gesagt, gucken Sie sich die Funktion immer mal an, schauen Sie, was da drin gemacht ist. Aber Sie können sich hier Ideen holen und müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gibt es noch Fragen? Wenn es noch Fragen gibt, können Sie die gerne stellen. Sonst sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.